Gold, der Ring, Telefon, der X, Ohrnagel und der Job. Pass auf, ich hab Fanta, du Bosch. Oh, ich hab hier, oder Job. Hörte, Hörte, ich brauch King der Haus auf. Bitte, ich bin da, ich hab auch nicht mehr so. Ah, so wie es aussieht, geht's doch mit dem Bögen und den Waffenrücken auf. Schauen wir doch mal ganz kurz. Bogen 18, Waffenrock 18, ja. Das ist gut. Schwerter 25. So, ein Farmer, der trainiert werden kann, in Sachen, die er nie brauchen wird. So, dann schwanken wir mal mit dir wieder von Gold auf Bier, zumal uns auch der Stein langsam etwas ausgeht. Und ja, es war wirklich keine gute Idee, den Bierbrauer wahrscheinlich den Träger wegzunehmen. Ja. Ja. Nehmen wir lieber den Bäcker den Träger weg, weil der Bäcker hat eh genug Nahrung. Gerade gelagert. Ja, ich bin echt froh, wenn sie die doofen Speere hier unten eingesackt haben und nicht mehr hier runterlatschen müssen. Und ja, wenn das hier wirklich ein Geheimgang ist und von hier aus unsere Verbündeten kommen mit ihrer kleinen Truppe, dann würde ich sagen, ist der Gegner wahrscheinlich doch irgendwo hier oben. Ja gut, hier sieht es auch wirklich nach tiefstem Dschungel aus. Ja, es wird wieder überall rumgewuselt. Ja. Schuhe kommen rein, Pilze kommen rein, Ölfläschchen werden weniger. Aber lassen wir noch ein paar Pilze sammeln. Sofern er noch welche findet. Sieht ein bisschen... Naja, doof aus. Brauchst du eigentlich? Ja, du brauchst Religion. Du da drüben zum Glück nicht. Du brauchst, glaube ich, auch Religion, obwohl du keine Waffen machst. Ja, jetzt liegt nur noch einer von den doofen Speeren da rum. Yeah.
Hier haben wir keine Schwerter mehr. Die müssen jetzt alle von da oben kommen. Okay. Ja, Bogenschnitzerei steht schon lange leer, genauso wie die Webstube und das Lehmarbeiterzelt. Die beiden werden ja halt auch nicht mehr wirklich gebraucht. Weil die Waffen haben wir. Immer einen Blick auf die Eisenrüstung werfen. Wobei, ich glaube, es zählen die Eisenrüstungen nicht, die rumgetragen werden, oder? Ah doch, die zählen auch. Gut. Übrigens eine neue Fuhre Holz, das ist gut. Ja, das Gold hier in der im Hauptlager wurde noch nicht mal angekratzt. Dafür kannst du mal unsere Möbelvorräte ein bisschen auffrischen. Mit dem Holz, was du hier unten so hast, das wir nicht brauchen. Du kannst schön weiter fleißig Schuhe herstellen, da wir ja mehr als genug Leder haben und Leder auch nur noch für Schuhe brauchen. So, dasselbe gilt für Geschirr durch Lehm. Neun Eisenrüstungen bis jetzt. Und ja, ich würde sagen, sobald er die Eisenrüstung fertig hat, fangen wir an mit den Kindern, mit den Rekruten. Du bist hungrig, dann geh essen.
Das Dreifamilienhaus hier quillt ja über vor lauter Essen. Jetzt sind wir bei 10 Eisenrüstungen, also fehlen noch 15. Ja, dadurch, dass er halt noch kein Meister ist, produziert er etwas langsamer. Aber durch die Eisenwerkzeuge dann doch noch immer etwas schneller als ohne. So, sobald der Eisenschmelzer mal wieder kein Eisenerz mehr hat, werden wir uns wieder darum kümmern müssen. Gut, die Speere sind eingelagert worden hier unten. Das heißt, sie konzentrieren sich jetzt nur auf das Zeug von hier oben eigentlich. So, wir sind auf 13 Eisenrüstung mittlerweile. Oder? Eisenrüstung 13, ja. Eisenwerkzeuge sinken jedoch. Du brauchst auch bald ein neues. Bist aber auch bald Meister nach der nächsten Rüstung. Ja, wenigstens nimmt das Bier hier mehr zu, als es abnimmt, dadurch, dass ich es ja gegen Holz tausche. Und wir haben den Rüstungsschmied, yay. Mittlerweile 15 Eisenrüstungen. Unsere drei Träger liefern auch schön brav ihr Zeug in die Kaserne. Ja, doch hat der Goldschmied mehr als genug Goldnuggets. Wenn wir so bei 15 sind, werden wir mal ihn hier abstellen, dass er
vom Vorratszelt Gold holt.